So, wir haben unsere ersten 15 Kilometer geschafft. Jetzt heißt es erstmal kurz Pause machen. Wir haben schon wieder uns knurrt der Magen. Ich weiß, mir persönlich knurrt der Magen. Und wir sind gerade an so einem Kiosk vorbeifahren und an so einem, ich weiß nicht, wie wird wahrscheinlich wieder fest sein, wo sie ein Schwein raufgelegt haben, was sie gerade angemacht haben. Aber wir haben leider kein Geld bei, sodass wir das da irgendwie, dass wir da irgendwie mal was holen könnten. Und mit Kreditkarte oder ähnliches kann man hier, glaube ich, nicht bezahlen an so einem kleinen Imbiss da, wie auch immer. Aber irgendwie leben wir bloß noch von Trockenbrot und ein bisschen Olivenöl und naja, so ein bisschen Pesto oder ähnliches oder Dippe, was wir haben. Aber wir haben ja nichts, was wir fleischmäßig irgendwie kaufen können, weil es ja bei dem Wetter sowieso nicht hält. Also das ist unsere Grundnahrung, Mittel und ja. So manchmal sabbern wir hier schon, wenn wir so sehen, wir waren letztens an einem See, da wurde auch ein Schwein gegrillt. Haben wir schon ganz schön gesabbert. Also wir verzichten schon übelst auf Fleisch, ja, aber. Das ist unser Schwein, so, das ist Sehr unser. lecker mit Olivenöl. Das ist unsere Nahrung eigentlich so. Mehr essen wir eigentlich schon fast gar nicht mehr die letzten Tage. So richtig schönes Mittagessen oder so wäre schon mal wieder ganz toll, aber wir trauen uns das nicht. Irgendwie, wir brauchen ja die Finanzen für unsere Reise und wir versuchen echt so sparsam wie möglich zu leben. Ja, ist nicht ganz so einfach, wenn man kein Einkommen mehr hat. Muss man halt auf alles verzichten, was einen irgendwie vorher so begleitet hat, vorher ist man mal ein Döner essen gegangen oder ähnliches. Ist alles nicht mehr. Ja, jetzt leben wir bloß noch hier von dem niedrigsten Niveau, was geht, aber wir müssen auch Kalorien zu uns nehmen. Deswegen essen wir viel Nudeln oder ähnliches. Das sind ja keine Kalorien, das sind Kohlenhydrate. Aber ja, irgendwann werden wir schlanker, glaube ich. Noch schlanker. Aber jetzt essen wir erstmal noch ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Weißbrot. Und das ist dann unsere Nahrung. Elli hat schon aufgebaut. Olivenöl und Weißbrot. Also guten Appetit und dann geht's bald weiter. Ja, und hier ist der Bäcker. Aber der hat zu. Super. Junge, machst du hier voll Idiot, ey. Ich geh erstmal zum Bäcker. Ja, ich geh zum Bäcker. Nach 300 Metern links abbiegen auf Petit Route, Petit Route. So, wir haben nach 28 Kilometern den Ort Pisos erreicht. Und wir haben einen Holländer hier getroffen, der hat uns erstmal einen Tipp gegeben, dass man hier in so einem Tabakladen, ich mach's mal so, dass man hier in so einen Tabakladen Karten, Postkarten bekommt. Wir haben jetzt gerade bei der Post Briefmarken gekauft oder ja, Elli hat sie besorgt. Und jetzt haben wir einen Holländer getroffen, der hat uns ein bisschen helfen können. Der wohnt hier in Frankreich und hat uns den Tipp gegeben, dass man hier in so einem Tabakladen, da sind sogar schon Postkarten, Postkarten bekommt. Ja, also danach gucken wir mal, dass wir hier irgendwo einen Bäcker finden, da wir ja nichts mehr zu essen haben. Und was noch gut ist, ich habe heute meine letzte Zigarette geraucht. Ich hoffe, ich schaff's. Ich möchte aufhören zu rauchen. Also es ist halt einfach hier in Frankreich ist der Tabak sowieso enorm teuer. Also es ist schmecken tut er auch nicht. Und ich habe heute Morgen die letzte Zigarette geraucht und hoffe, dass ich es schaffe. Es ist natürlich erstmal im Kopf, möchte ich gerne noch eine rauchen und mir neuen Tabak holen, aber ich versuche es nicht zu machen. Und ja, ich bin gespannt, ob ich es schaffe. Ne? Also, wir holen uns erst jetzt Postkarten, dann gehen wir noch ein bisschen was einkaufen für eine Kleinigkeit, dass wir wieder was zu essen haben, weil ich habe schon wieder Hunger. Wir haben ja gerade erst Weißbrot mit Olivenöl gegessen, aber es hält halt nicht lange an. Dieses Brot ist halt nicht schnarrhaftet und ich versuche halt jetzt irgendwie, dass wir da irgendwas kriegen, was doch mal ein bisschen satt macht, aber ja, mal sehen. Also, ihr wisst Bescheid, die Karten sind unterwegs für Ilona. Und also noch nicht unterwegs, aber wir gucken gerade, wir kaufen gerade eine und wir sind bemüht. Also erstmal einen wunderschönen Tag. Meine Damen und Herren, es ist ein Wunder passiert. Wir haben eine Postkarte oder zwei. Ja. Ja, sehr schön. Endlich. Ja, und da hab schon erzählt mit dem Niederländer. Da ich ja nie in so einen Tabakladen reingehe. Ja.
habe ich nie eine Postkarte gesehen, aber da müssen wir ja erst so einen Menschen treffen, so einen netten Niederländer, der uns das erstmal erklärt. Und auch mit den Briefkästen sind zwei Schubfächer. National und international. Genau, auch nicht so einfach. Ja. Aber jetzt wissen wir, wie es geht. Juhu! Also, die Karten kommen bald an. So, wir konnten in den kleinen Ort Pisos zwei Postkarten besorgen und eine Kleinigkeit in dem Konsum da hinten und haben uns noch ein Eis gegönnt, was natürlich hier in Frankreich auch immer ein bisschen teuer ist, aber ja, hier ist alles teuer. Und wir haben jetzt noch 20 Kilometer bis zu dem Ort, den wir ausgesucht haben. Und ja, jetzt geht langsam die Mittaghitze los. Wir haben ja jetzt schon 11 Uhr. Aber die Pause hier in dem Ort mussten wir machen. Wir mussten eine Kleinigkeit einkaufen. Und ja, ich habe im Moment ganz schön mit Entzug zu tun, weil ich aufhöre zu rauchen. Aber nichtsdestotrotz, es wird schon irgendwie gehen. Wir fahren jetzt gleich weiter. Ich werde nochmal auf Toilette gehen. Kostenlose Toiletten, Trinkwasser wäre auch möglich. Super. Haben wir zum Glück noch. Also geht's. Aber kostenlose Toiletten ist immer ganz gut. Ja. Die werde ich jetzt auch nochmal aussuchen, werde mir die Hände waschen und Eis war lecker. Eis war lecker, Kaffee-Eis. Ja. Wackelzahn, ist bald raus. Gut, alles klar. Also wir sehen uns nachher wieder, wenn alles gut geht. Und heute ist landschaftlich nicht so viel, aber wir sind vorhin gut im Wald gefahren, gut durch den Wald. Also so Waldlandstraßen, die waren relativ angenehm. Unfall haben wir leider gesehen, Motorradfahrer ist eine große Clique da durchgefahren durch den Ort, wo wir Pause gemacht haben, die erste Pause, und irgendjemand ist danach wohl irgendwo hingefahren, kurz danach, nachdem wir weitergefahren sind, haben wir sie dann gesehen, dass da einer verunglückt ist, aber ist zum Glück nicht schwer verunglückt, sondern hat sich wahrscheinlich nur ein bisschen doll wehgetan und wird überleben, Gott segne ihn. Also ja, so ist es mit dem Motorrad, ne, wenn man das nicht fahren kann. Also, wir fahren gleich weiter, wir machen jetzt kurz eine Toilettenpause. Wir haben noch 20 Kilometer, das sind ca. 1,5 Stunden, je nachdem. Und dann sind wir in dem Ort und haben dann unsere, je nachdem, Pensum erreicht, aber können dann erstmal die Mittagssitze hoffentlich aussetzen. Und schauen mal, was wir dann heute noch fahren. Bis Spanien haben wir ja noch ungefähr noch 200 Kilometer oder 170 oder 180, so in dem Dreh. Bis noch bis Spanien. Also, sind wir bald in Spanien. So, wir haben gleich den Ort La Bujere erreicht. Er steht da schon dran. Also es ist nicht mehr ganz so weit. Ich glaube 5 Kilometer um den Dreh haben wir noch. Und ja, es ist Mittag, es ist brütend heiß. Wir haben Hitze. Mal sehen, wir fahren jetzt erstmal noch zu dem Einkaufszentrum da, gucken uns da mal die Preise an, ob es da noch die Kleinigkeit für uns gibt. Ansonsten gucken wir, dass wir an den Angelsee rankommen. Es ist, glaube ich, kein Badesee, aber naja, wir lassen uns überraschen, ob wir uns da abkühlen können. Wenigstens waschen. Mal schauen, ob es eingezäunt ist oder Bakterien. Wir lassen uns erstmal überraschen. Du musst lauter reden. Okay. Und ja, wir schauen mal. Also wir haben, wie gesagt, unsere 50 Kilometer gleich erreicht. Und mal sehen. Also wir gucken mal auf der Karte, ob wir noch einen Badesee finden. Aber ich glaube, hier war nichts. Also müssen wir jedes Gewässer nutzen, um uns abzukühlen. Ja. Also, uns geht's gut. Wir fahren weiter. Mein Zahn wackelt noch. Also, noch ist er drinne. Aber ist schon krass mit den Zähnen, ey. Ich lass mir alle Zähne ziehen und was ist? Geht schon wieder weiter. Ja. Also, noch kein Lächeln, ich zeig euch die. Also, bis später. Bis später. Scheint wirklich gesperrt zu sein. Oh, Fitnesspark. Thank you.
Der Dusche scheint hier nicht zu sehen. So, bonjour, wir sind in den Ort La Bouhire angekommen, an einem See, der schon wieder irgendwie ein bisschen ja, komisch erscheint. Wenig Leute, also irgendwie scheint hier schon wieder die Sperr zu sein, aber wir erkundigen uns mal, wir gehen mal gucken. Der andere See, der da drüben ist, der sieht schon ausgetrocknet aus, also da ist auch nochmal ein See. Und ja, es ist auch keiner im Wasser, also es ist ein bisschen eigenartig, wenn keiner im Wasser ist. Dann scheint hier schon wieder irgendwie genau dasselbe Problem zu sein wie an dem anderen See. Irgendwelche Bakterien oder sonstige Sachen. Aber eine Dusche ist hier heute auch nicht. Also ich gehe definitiv mal kurz ins Wasser. Ist mir egal, was für Bakterien da drin sind. Und wir haben unsere 51 Kilometer geschafft. Wir werden heute Abend bestimmt noch ein paar Meter fahren. Aber erstmal ruhen wir uns jetzt aus. Wir waren hier nochmal einkaufen. Gas haben wir leider nicht gekriegt. Unser Gas war ausverkauft. Hatten nur welche mit einem anderen Verschluss, aber ist nicht so schlimm, noch kommen wir ein paar Tage hin mit dem Gas. Und ja, wir werden mal sehen, was hier mit den Gewässern los ist. Und ich gehe einfach mal zu den Leuten da und frage. Also wir sind ja in dem Ort La Bouhire und hinter uns ist ein See. Ist zwar eine Info dran mit irgendwelchen Bakterien vom 1.9., aber wir haben die Anwohner gefragt, scheint jetzt kein Problem zu sein, also gehen wir da auch ins Wasser. Ellie ist schon auf dem Weg. Oder war auf dem Weg und ob man jetzt da reingeht oder nicht, keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Ich werde eine Runde schwimmen gehen vielleicht und Abkühlung wird es wahrscheinlich nicht sein, weil das Wasser sehr aufgehitzt ist. Aber vielleicht ist es trotzdem eine Erfrischung und ein bisschen Wasser auf dem Körper schadet nicht, wenn man so eine lange Radtour gemacht hat. Und es ist heute wieder verdammt warm. Also sind wir froh über jede Abkühlung. Eine Dusche haben wir hier leider nicht zur Verfügung. Und eine Toilette scheint hier auch nicht zu sein. Also es ist alles ein bisschen nicht so ganz so gut wie der andere Park, in dem wir waren. Aber es macht nichts. Wir kochen uns jetzt erstmal gleich was. Wir kochen die Eier, die wir gerade gekauft haben. Wir essen die Würstchen. Wir haben uns mal ein paar Würstchen geleistet. Nicht die besten, aber die waren im Angebot. Gas haben wir leider nicht bekommen. Aber vielleicht nächste Woche bekommen wir vielleicht nochmal Gas. Mal sehen. Und ja, wir lassen uns erstmal die Mittagssitze ausklingen. Und dann fahren wir vielleicht abends noch ein kleines Stückchen. Und wir haben ja unser Tagespensum haben wir ja erreicht. Also, wir genießen jetzt den Schatten. Also, wir sind immer noch in dem Ort La Bouhire. Haben natürlich an dem kleinen schnuckligen See ein bisschen planschen dürfen. Alle in Ordnung von wegen Bakterien und so, sind alle Leute reingegangen. Also egal. Ist jetzt keine Abkühlung, nimmt jetzt nicht so richtig, aber es ist Wasser, es ist zum Waschen da. Und ob nun warm oder kalt ist, ja, hab sehr Schweißes runter. Und wir haben beschlossen, dass wir heute nochmal 20 Kilometer fahren. Wir haben ja schon über 50, haben aber heute Morgen und ja, relativ früh los. Und ich denke, wir schaffen die 20 nochmal oder die 23, die wir jetzt angepeilt haben, zum nächsten See. Wir fahren ja immer etappenweise zu irgendeinem See. Und zum Morgen haben wir dann auch schon wieder eine neue Route rausgesucht, so Richtung Küste. Da ist auch nochmal ein See. Und ja, und dann sind wir ja eigentlich, wenn alles so weitergeht und alles super läuft, sind wir Montagabend schon in Spanien. Also erstaunlicherweise ist es so, dass wir geguckt haben, jetzt ist bloß noch 100, ein paar zerquetschte Kilometer. Das heißt, wenn wir heute nochmal 20 fahren und morgen vielleicht 40, 50, je nachdem, wie wir Bock haben, wie wir es schaffen. Und ja, dann könnten wir Montag schon Spanien erreichen. Ist ein Ding. Also wir kommen dann ins andere Land, was wir auch noch nicht kennen. Also wieder mal ein neues Land für uns. Frankreich hat uns jetzt nicht so beeindruckt. Mal gucken, wie es dann irgendwann auf der Rücktour ist, ob wir an der Küste langfahren oder nicht. Weil die Holländer, die wir hier alle kennenlernen, wir lernen ja hier irgendwie nur Holländer kennen. Hier jetzt gerade am Strand auch wieder Holländer kennengelernt. Und die sagen, ja, die Küste ist eigentlich relativ angenehm. Aber ja, wir wissen es halt nicht, wir waren ja nicht da. Wir sind ja quer durchs Land gefahren. Und das fanden wir jetzt, naja, ist okay, wir haben die flachste Route rausgesucht, für uns war es okay. Aber wir sind gespannt auf die Küstenregion, die wir jetzt die nächsten Tage vielleicht dann irgendwann mal kennenlernen dürfen, vielleicht noch ein Stückchen, weil wir fahren ja in der Küstenregion Richtung Spanien. Und ja, fahren wie gesagt heute nochmal 20 Kilometer, dann haben wir über 70, wenn das alles gut geht, sogar schon fast 80, also
Wir sind sportlich. Wir sind sportlich, aber wir haben auch die flachste Route rausgesucht, deswegen schaffen wir das. Mit Berge würden wir das da nicht hinkriegen und die Berge kommen die nächsten Tage. Also wir sind gespannt, wie es dann weitergeht, wenn wir die ersten Berge haben, die wir überwinden müssen und wie wir damit klarkommen. Also es bleibt spannend. Bis später. So, unsere Fahrräder sind wieder gepackt. Wir fahren weiter. Wir fahren nochmal 20, 23 Kilometer, wo wir nicht ausgelastet sind und uns die Berge fehlen. Wir sind ja hier an dem Badesee und wir haben einfach gedacht, das läuft halt so gut. Wir fahren einfach nochmal. Wir haben es jetzt gleich 17 Uhr. Jo, haben wir gleich 5 vor. Und dann fahren wir nochmal 1,5 bis 2 Stunden ungefähr. So lange werden wir wahrscheinlich brauchen bis dahin. Und zu dem anderen Badesee. Und dann kommen wir morgen schon Richtung Küste. Das ist eigentlich auch ganz gut. Dann sehen wir wenigstens nochmal große Wasser, wenn wir alles Glück haben. Wenn alles gut funktioniert, sind wir morgen am großen Meer oder jedenfalls in der Nähe. Und ja, wenn alles noch besser läuft, übermorgen schon in Spanien. Also wir sind gespannt, ob es so funktioniert. Aber Spanien ist bloß noch 100 Kilometer weg, also in dem Fall 110. Also wenn wir heute noch 20, 23 fahren, ja, dann könnt ihr das schon hinhauen. Also wir sind gespannt, wie es aussieht. In Spanien waren wir ja auch noch nicht und was da für ein wunderschönes Wetter ist. Wir versprechen nichts, nee. Wir gucken mal, wie es läuft. Läuft ja eh jeden Tag anders, genau. Also in dem Fall ist es ja nur eine Idee, ein Plan oder so und morgen sieht schon wieder alles ganz anders aus. Vielleicht fahren wir morgen schon wieder nach Hause, wer wisst das schon. Alles ist offen. Also wir wünschen uns erstmal eine gute Fahrt und weil wir ja immer auf Spenden angewiesen sind, in jeglicher Form, weil unsere Reise so teuer ist. Hier ist so eine Fitnessstudio-Bank, also so ein Fitnessstudio, so ein Outdoor-Fitnessstudio. Hat ja richtig geil, es wäre nicht so warm, würde ich hier ein bisschen trainieren auf jeden Fall. Richtig cool gemacht, also richtig alle Geräte da. Und hier hängen wieder mal Klamotten. Und schwarz ist ja sowieso meine Farbe, aber das ist ein Pullover. Ah, eigentlich ganz cool, aber ich glaube, der ist mir zu klein. Weil wir nehmen ja auch Outdoor-Sachen mit. Schatzi hat ja auch schon ein bisschen was gesammelt. Aber ich glaube, der ist mir ein bisschen zu klein. Nee, ist mir zu klein. Schade. Aber an sich finden wir immer Sachen. Oh, ich mach's mal bald mal lieber bei so. Und ja, schade. Aber ist mir ein bisschen zu klein und ich habe ja einen Pullover und wir haben ja nicht mehr so viel Platz. Wir haben schon so viele Sachen in den Taschen, dass wir eigentlich schon überquillen. Also lassen wir das. Aber man kann ja mal gucken. Aber ein herrenloser Pullover und genau meine Farbe, schön bunt schwarz. Dunkelschwarz wäre perfekt, aber nein, ich habe ja noch einen Pullover, der reicht. Und so warm, im Moment ist es eh so warm, dass man keinen Pullover braucht. Also schleppt man den eh was umsonst mit. Also wir fahren weiter.
lange einsame Straßen in Frankreich. Juhuhu. Super heiß, 36 Grad. Dem Straßenverlauf von D325 noch 11 Kilometer folgen. Kreisverkehr abfahren auf Route de Sabre. Ach du Scheiße. Ja, das ist ja ohne Suppe. Ja, ja. Hä? Okay. Ja? Okay, cool. Ja, guck mal erstmal hier und dann. Ob wir hier irgendwo uns niederlassen können. Ist natürlich fertig, ey. So, meine Damen und Herren, wir haben heute die 78,5 Kilometer geschafft und suchen jetzt einen Schlafplatz hier an so einem kleinen Teich. Wir hätten natürlich auch die Wahl, an einem großen See zu schlafen, aber ich denke mir, auch so ein kleiner Teich geht. Elli hat gesagt, hier vorne ist ein Wasserhahn, da gucken wir gleich mal, ob wir da Wasser bekommen. Jetzt gucken wir erstmal, wo wir unser Zelt aufbauen können. Wir haben uns hier so eine Nische ausgeguckt. Mal gucken, ob wir da heute Nacht ein kleines Zeltlager aufschlagen können. Sieht natürlich alles so ein bisschen eigenartig aus hier, aber... Puh. Elli geht mal gucken. Ich gehe mal nach dem Wasserhahn gucken. So, wir hatten ja heute nicht so viel Highlight. Die Städte und die Dörfer, die wir durchfahren, die brauchen wir nicht filmen. Das ist wirklich keine Sehenswürdigkeit oder ähnliches, wo man sagt, wow, ist alles nur vertrocknetes Land. Ein Haus vergleicht fast den anderen. Irgendwie gibt es da keine Attraktivität, die wir filmen können. Das Einzige, was uns attraktiv, was wir attraktiv finden, sind Gewässer oder Wasser. So, hier haben wir einen Wasserhahn an einem See. Warte mal, da ist er. Probieren wir jetzt mal aus, würde ich sagen. Oh. Oh, also wunderbar. Das werden wir dann noch nutzen, da werden wir uns gleich mal waschen, sobald wir unser Lager festgelegt haben, wo wir das hinbauen. Und wir haben dann wieder Trinkwasser und wir können uns waschen. Das war das Ziel von dem See und darauf kommt es an. Also das macht uns schon glücklich, wenn wir uns waschen können. Mehr brauchen wir ja nicht. Was zu essen, einen Schlafplatz, wo wir schlafen können, was Wasser zum Waschen und Trinken, perfekt. Ja, der See ist natürlich ziemlich durstig, der ist schon ziemlich ausgetrocknet. Und sollte ein Angelsee sein. Aber naja.
ist jetzt halt, Frankreich trocknet sowieso aus, also es ist halt sehr, sehr dürre hier alles. Wir sind an so verbrannte Felder vorbeigefahren. Die Bauern versuchen es schon zu sprühen und zu spritzen, aber das hat keinen Sinn mehr. Also das ist alles so trocken und verbrannt. Jeden Tag 36, 37 Grad, also das ist wirklich verdammt warm. Aber wir freuen uns, wie gesagt, über das Wasser. Und egal was ist, wir bauen hier heute das Lager auf und Feierabend. Wir haben es jetzt 19 Uhr und haben, wie gesagt, fast die 79 Kilometer heute. Also heute war echt ein geiler Tag, was Radeln angeht. War super schön, aber auch super warm. Wir haben sogar Pause zwischendurch gemacht. Und wir haben die 79 Kilometer, die knappen 79 Kilometer in 5 Stunden und knapp 15 Minuten erreicht. Was will man mehr? Perfekt. Also, da kommt mein Schatzi. Mal gucken, hast du die gefunden? Gut, also Wasserhahn geht auch. Sieht gut aus. Wir sind super glücklich und können den Abend jetzt ausklingen lassen, können unser Lager aufbauen und hey, fast 79 Kilometer. Und das bei 35 Grad. Im Schatten. Nein, mein Spaß. War halt sehr heiß. Also wirklich sehr heiß. Auch die Straßen super aufgehitzt. Also es, aber es ging. Wir sind ja uns, wir hätten es ja nicht geschafft. Also ab morgen geht's Richtung Küste und dann schauen wir weiter. Also bis später. So, wir haben gerade mal Wetterbericht geguckt. Ja, es sieht so aus, als wenn es die nächste Woche komplett regnen soll. Ja, so wegen mit der Hitze, jetzt geht's los mit Gewitter. Wir sind gespannt, wie wir damit zurechtkommen. Also es bleibt wieder mal sehr, sehr aufregend. Wir wollten eigentlich Montag in Spanien sein, aber auch da regnet es mit Gewitter. Also, naja. Wir sind gespannt. Also erstmal sprachlos, aber gespannt. Also mal gucken, wie wir es meistern. Morgen früh soll es ein bisschen regnen. Die sprühen ja auch wie verrückt. Und ja, das Land braucht den Regen, aber kein Gewitter. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. Morgen können wir nochmal Strecke machen vielleicht, aber denn ab übermorgen haben wir Regen. Also brauchen wir jetzt erstmal einen Platz die nächsten Tage, wo wir bleiben können. Ja, also, mal sehen.
So, wir sind ja hier in einem Ort, den ich jetzt wieder mal nicht aussprechen möchte. Aber wir haben es ja heute geschafft, auf gute knapp 79 Kilometer zu kommen, weil wir unbedingt Richtung Spanien wollen. Nein, aber aber wir haben jetzt festgestellt, dass es halt die nächsten Tage wirklich viel regnen soll, mit Gewitter unter anderem. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Wir haben jetzt hier einfach mal mitten auf dem Weg erstmal unser Zelt und Lager aufgeschlagen. Haben heute, es ging erstmal nur um den Kanister, aber der Inhalt ist auch nicht so schlecht. Schaut mal, ein 5 Liter Kanister Rotwein bekommen für 7 Euro bei Intermarché. Also voll geil. Also wir sind ja hier immer noch in Frankreich, im Land des Weines. Und der Kanister ist halt einfach interessant. So ein kleiner 5 Liter Kanister, den wollten wir schon lange haben. Und ja, wir haben jetzt natürlich 7 Euro für den Kanister bezahlt, aber dafür mit 5 Liter Inhalt kann man ja nicht meckern. Und der Wein schmeckt auch noch hervorragend. Aber seit wir hier in Bordeaux raus sind oder in der Nähe von Bordeaux, gibt es keine Früchte mehr für uns. Also wir haben weder auf die 80 Kilometer irgendwas gesehen, was wir ernten konnten, noch irgendwie nochmal Wein gesehen. Also wir haben wirklich, es ist alles weg. Es ist nur noch vertrockneter Mais auf den Feldern, dürres, heißes Land. Also das Land kann den Regen gut gebrauchen, aber wir haben hier keine Ernte mehr. Also wir haben keine Früchte mehr, sonst haben wir immer ein paar Böhnen gepflückt, ein paar Äpfel irgendwo, ein paar Pfirsiche oder Brombeeren ist sowieso vorbei. Jetzt ist irgendwie ein bisschen blöd. Jetzt finden wir hier irgendwie gar nichts mehr im Moment. Also heute ist uns nichts mehr aufgefallen, was wir hätten pflücken können, sonst hätten wir es getan. Also es ist schon ein bisschen blöd. Aber wir haben ja 5 Liter Wein. Es ist schon ziemlich trocken hier, das Land. Deswegen, der Regen ist eigentlich ganz gut. Wir machen uns bloß Sorgen, weil der Boden den Regen nicht aufnehmen kann und weil der so ausgetrocknet ist. Das wird halt für unser Zelt auch problematisch, denn wenn wir halt zelten, kann natürlich sein, dass wir Menschen um Hilfe fragen müssen, wenn es wirklich so hart auf hart kommt, dass wir bei denen irgendwie unterkommen, weil wir können das Zelt nicht aufbauen bei so einem Wetter, weil das ist ja alles, das Wasser läuft ja dann über den Boden hinweg und zwar in enormen Mengen, wenn es wirklich stark regnen sollte, der Boden nimmt das Wasser hier nicht auf. Also wir haben es probiert, auch vorne an der Wasserstelle, wo der Wasserhahn ist, also der Boden nimmt das Wasser definitiv nicht auf. Das gibt eine riesen Schlammflut. Wenn es irgendwo bergig ist, also es wird ein interessantes Spektakel. Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir werden morgen noch ein Stückchen fahren. Morgen früh könnte das vielleicht regnen, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Ein bisschen auf jeden Fall. Und dass wir hier nochmal rauskommen aus dem Gebiet. Ich habe jetzt nochmal ein paar Kilometer weiter geguckt. Da sieht schon wieder ganz anders aus. Wir werden uns überraschen lassen, wie das Wetter sich wirklich entwickelt. Die versprechen ja immer viel und halten es nicht. Aber es wird ja viel gesprüht heute, also könnte schon sein, dass es Wolken gibt. Und müssen halt abwarten, aber soll halt eine ganze Woche hier wittern und regnen im Wechsel. Also auch so eine Wetterlage gibt es. Auf jeden Fall ist es gut, dass es kürzt sich wieder ab. Das ist halt sehr, sehr gut, aber Sorgen macht ich mir halt erstmal so um die Wasseraufnahme und die Mücken. Aber wir werden sehen, wir sind gespannt. Also heute machen wir erstmal hier Siesta und ab morgen sehen wir weiter. Schönen Abend wünsche ich euch und ich denke mal für heute wartet, nochmal Videos brauche ich nicht machen. Heute war ja sowieso nicht so spektakulär, außer dass wir jetzt wieder einem See sind, den man nicht benutzen können, aber wir haben Wasserhahn, wir haben uns ja gewaschen und das Dorf hier ist nicht sehenswert. Also wir sind durchgefahren, haben gesagt, Also ist schon eine große Stadt, also sollte jedenfalls sein, aber ist so irgendwie so halb tot und irgendwie auch nicht schön. Also wir waren sehr im Mittelpunkt, war auf dem Marktplatz. Ja, okay, der sieht bestimmt toll aus, wenn er mal blühen würde, aber ist alles so. Also ist irgendwie nicht sehenswertes hier, deswegen habe ich heute auch nicht so viele landschaftliche Bilder gemacht, weil wir sind wirklich nur Straßen gefahren. Immer Street, 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 immer long, 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 also lange Straßen, wirklich enorm viel Straße und wirklich schöne Straße, sonst hätten wir die 80 Kilometer nicht fast geschafft. Also hat sich heute gut geradelt, aber war halt ein spektakuläres. War wirklich nur Landschaft, Acker, Trockenheit, extrem. Das Highlight war der See und dann ging es ja schon wieder weiter irgendwann. Ja, also so ist es leider hier in Frankreich im Moment. Aber wir hoffen, euch bald bessere Bilder liefern zu können. Und immer dran denken, ich habe nur ein Handy. Also, schönen Abend wünsche ich euch. Danke fürs Zuschauen.